Wir am St. Joseph Hospital setzen den OP-Roboter seit Anfang 2018 ein. Die minimalinvasiven Eingriffe werden nur von speziell am Roboter geschulten Ärzten ausgeführt. Durch die dreidimensionale Sicht und mit bis zu 10-facher Vergrößerung sind Nerven- und Gewebestrukturen bis ins kleinste Detail darstellbar. Wir sind der Überzeugung, dass roboterunterstützte Eingriffe den Patienten gute Chancen auf eine schnellere Genesung eröffnen. Der Da Vinci OP-Roboter wird bei Eingriffen in den Bereichen der Bauchchirurgie, Urologie sowie in der Gynäkologie als unterstützendes System eingesetzt. Ein besonderer Vorteil für die Patienten am St. Josephs Hospital ist die Möglichkeit gemeinsamer Operationen bei Erkrankungen, die mehrere Organsysteme befallen. So kann der Patient unmittelbar im Team interdisziplinär behandelt werden. Mit dem Da Vinci entfernen wir schwerpunktmäßig die Prostata, also die radikale Prostataentfernung beim Prostatakrebs. Besonders gut geeignet ist der Da Vinci für organerhaltende Operationen an der Niere. Vorteile sind neben den kleinen Schnitten und dem minimalen Operationstrauma natürlich auch, dass dieses Gerät eine extrem hohe innere Beweglichkeit hat. Nach jahrzehntelanger Erfahrung, laparoskopisch zu operieren, habe ich doch gemerkt, die bessere Beweglichkeit der Roboterarme und der Instrumente des Da Vincis führt zu einer besseren Kontrolle und letztendlich auch zu besseren operativen Ergebnissen. Dadurch kommt es dazu, dass die Patienten höhere Kontinenzraten haben, das heißt besser Wasser halten können nach operativen Eingriffen oder halt auch höhere Potenzraten, insbesondere bei nerverhaltenen Prostataentfernungen, die wir durchführen. In der Bauchchirurgie setzen wir den OP-Roboter bei Erkrankungen von Darm, aber auch Bauchspeicheldrüse, Magenerkrankung, auch Speiseröhrenerkrankungen ein. Viele Patienten sind schon am Folgetag der Operation in der Lage, über die Station zu gehen. Blutungen zum Beispiel während der Operation können deutlich reduziert werden. Der Eingriff mit dem OP-Roboter ist schonender und dadurch weniger belastend. Unsere Patienten profitieren in der Konsequenz von einem kürzeren Aufenthalt in der Klinik. In den zertifizierten Schwerpunktzentren stehen den Patienten Spezialisten zur Seite, die dank neuester und innovativer Technik eine Patientenversorgung auf dem aktuellen Stand der medizinischen Möglichkeiten gewährleisten können. Wir benutzen den Da Vinci in der Frauenheilkunde für sämtliche Formen der Gebärmutterentfernung, im Rahmen des Endometriosezentrums für Endometrioseoperationen und im Rahmen des Kontinenzzentrums für Senkungs-OPs. Die Präzision des Da Vinci-Systems wird durch hauptsächlich zwei Mechanismen erzeugt. Einmal, wenn man zittert oder eine unwillkürliche Handbewegung macht, das wird von dem Computer nicht mit auf den Patienten übertragen. Und wenn man jetzt abgelenkt ist oder man nimmt den Kopf aus der Konsole heraus, dann stehen sofort alle Instrumente still. Der große Vorteil bei dem System ist, dass Sie eigentlich 2, 3, 4 Eingriffe hintereinander machen können, ohne dabei körperlich zu ermüden. Das heißt, Sie sind auch nachmittags noch fit für den letzten Patienten. Die konventionellen Eingriffe früher, die offenen Operationen, haben eine wesentlich längere Heilungsphase im Krankenhaus erlebt. Heute können wir wirklich extrem fein und präzise operieren, mit wenig Blutverlust, und wir merken nach der OP, dass das tatsächlich einen extremen Einfluss auf die Erholung der Patientin hat. Die Patienten erzählen schon, dass sie halt sehr wenig Schmerzen haben, sehr schnell fit sind. Und das erfreut die natürlich, weil sie umso schneller zu Hause sind und den normalen Alltag halt bewältigen können. Operationen am St. Joseph Hospital mit Unterstützung des neuen Da Vinci OP-Systems durchzuführen, das ist unsere Investition in eine zeitgemäße, aber auch innovative Patientenversorgung. Investitionen in die Zukunft sind unerlässlich. Sie erhöhen die Effektivität und die Präzision in der Chirurgie. Denn am Ende geht es um das Wichtigste, was wir haben. Um das Wohl unserer Patienten. Katholische St. Lukas Gesellschaft. Mit Herz und Kompetenz.